Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ja, wir sind jetzt hier in Hephaestos oder Hephaestos angekommen. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Und ja, wie man schon gehört hat, wollen wir zu Ryans Büro, um den Typen auszuschalten. Kuhn ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte, an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Komm hier rüber! Komm schon, komm her! Ja. Was ist das? So. Ich weiß, dass ich theoretisch in die andere Richtung muss, aber ich möchte ja auch irgendwie alles hier absuchen, um eventuelle Little Sisters zu finden. Aber hier sind wir wieder am Anfang. Daher ist es egal, wo lang ich renne. Hauptsache, ich komme da unten an. Na? Und kuschel erstmal mit der Wand. So. Jetzt ahnst du's, hab ich recht. Andrew Ryan. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt Kinder, Steinen und Schwachen. Stirb doch endlich. Mann. Sehr Bastard. Ah! So, kauf mal an. So. Brauche ich gerade nicht. Was haben wir denn da? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Wo ist denn diese lachende Sau? Das Wasser der Flüsse wird zu Blut! Das geht! Der Herr will als Dunkel! Ah! Ich bin das Schwert und Schwert!
Okay. Kann ich nicht hacken. Ist ja auch nicht weiter wichtig jetzt. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle haben Mutter, Väter, Menschen, die sie lieben. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich sag dir Bescheid, dann will ich mich nicht aufhängen, Junge. So. Oh. Ich habe noch nie jemanden umgebracht und einen Freund erst recht. Aber so entwickeln sich die Dinge. Ich weiß nicht, ob Mr. Ryans Tod den Krieg beenden würde, aber ich weiß, dass der Krieg nicht aufhört, solange dieser Mensch atmet. Ich liebe Mr. Ryan, aber Rapture liebe ich auch. Wenn ich eins vernichten muss, um das andere zu retten, dann soll es eben so sein. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim ersticken. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Na kommt. Rapture erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben, meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden du aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Mhm. Hallo? Na gut. Hören
Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Gehen wir einfach mal weiter. Ja, wenn zwei sich streiten. Mir scheint, von Payne kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Spleißer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich Plasmide zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Keine Herausforderung. Kann ich auch wieder nicht hacken. Gehen wir einfach mal hier lang. Oh. So. Doch, doch. Ja, ja, habe ich mal wieder. Hier. Im Grunde suche ich gerade nur na. Ich wollte sagen, nur die ganzen. Oh Mist. Ja, wenn mir die Worte einfallen, die ich suche, das wäre schon irgendwie eine Hilfe. Ich suche die Big Daddies. So, das wollte ich sagen. Okay. Na komm, machen wir es noch mal ein bisschen interessanter. Das habe ich gesucht.
So. Dann mach ich jetzt so eins. Na komm. Übertreiben wir es mal nicht. So. Ach, fertig. Ah, kann ich auch nicht mehr tragen. Ich habe wohl von allem mehr als ausreichend. Ne? So. Das war... Ach, das, wo man das herstellen kann. Okay. Will ich im Moment alles nicht haben. Hey, wer hat dich gesehen? So. Ich eine Attentäterin? Das ist köstlich. Ich hätte vielleicht mitgemacht, kann ich mir vorstellen. Als Opfer der genetischen Manipulation, das ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. So ist recht. Er glaubte nur an die Macht. Dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. Tja. Traurige Geschichte hier teilweise. Na. Was kommt jetzt? Ja, bitte. Ausgetrickst, du Monster! Komm zurück! Du wirst bezahlt! So. Zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Oh, hier ist ein Daddy ganz in der Nähe. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht, will ich eines Tages hier. Hey! Let's go.
Ah! Hast du davon, Arschloch. So. War leider keine Little Sister dabei. Die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Sie war noch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboard und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Aha. Ja, jetzt werde ich hier eh durch das Level gescheucht, also dürfte ich ja... Noch bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Wir werden sehen. Ah, höre ich dann Big Daddy? Ah, kauf mal auch. So. Da ist auch eine Sister dabei. Also wo auch immer die sind, ich will sie gerne finden. Da.
Ah. Da. Bitte, bitte. So. Ach, da war ja was. Na? So. Und hacken. Nee. Aber hier kann ich das brauchen. So. Jetzt muss ich um die Kurve. Ah, da haben wir es doch. So. Ich will mir erstmal den Rest angucken. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das, das ist wahrlich das viel größere Wunder. So. Ach, Mensch. So. Hep. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. So. Ach Mann. Hep. Voll drin gelandet. Na gut. So ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten.
Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Ja, könnte sein. Huch, was haben wir denn da? Nice. Ja. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Das Nitroglycerin habe ich ja hier schon gesehen. Das war's voll. Kriege ich denn die Tür auf?